Hallo Welt, da sind wir wieder. Ach, das waren wir. Ja, da sind wir wieder und wir versuchen immer noch ins Psychotronik-Labor reinzukommen. Beziehungsweise in die Leichenhalle, wie man hier sieht. Und bei der Security haben wir in der letzten Folge ja rausgefunden, was heißt rausgefunden, das wussten wir ja, dass es mehr Wege in die Räume geben kann als nur einen. Aber wir haben doch schon mal gesucht. Vielleicht sollen wir das da kaputt machen, das Rohr. Aber was bringt uns das denn? Warum ist das umgekippt? Kaputt. Und man kann hierdurch auch nicht sehen, ob man von oben irgendwie reinkommt. Das ist wahrscheinlich so geschickt gemacht, dass man es von hier aus auch nicht sehen kann. Sonst wäre es ja zu einfach. Aber irgendetwas sagt mir, ja, wir kommen da rein. Was? Und da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Schockschwere Nacht, oh mein Gott. Die lege ich nicht mehr aus der Hand, die Waffe jetzt. Ja, ich sehe aber hier keine Klappe, wo man durchkriechen könnte oben. Na dann. Ach was. Eine Notiz. Hallo, Herr Elias. Du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen lassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in den Besatzungseinrichtungen verlegt haben und es eine Stunde später als sonst losgeht. Und tu uns allen einen Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Glückspillen haben Sie hier? Juri! Ah ja, Elias Black, das ist Ihr Terminal hier. Juri, also von Dimitri Bowser an Elias Black. Wie sich herausgestellt hat, ist Juri Kimura wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause. Oh. Liebe Welt da draußen! Warum sagt das denn auch niemand? Ja, vielen Dank für die Kommentare und für die Tipps. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Ja, wir kennen diese Verteilerkästen. Tut mir leid. Wir sind tot, oder?
Du wurdest von einem Elektrostoß aus einem defekten Verteilerkasten getroffen. Glu isoliert die überspringende Elektrizität lange genug, damit du Reparatur 2 einsetzen kannst oder die Gefahrenquelle direkt umgehen kannst. Defekte Verteilerkästen fügen auch deinen Gegnern Schaden zu. Ja, wir sind tot. Zum Glück haben wir gespeichert, bevor wir da durchgegangen sind. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben... Hä? Ach so, wir sind jetzt hier. Geradeaus gehen wir dahin und ich glaube, hier kamen wir nicht rein. Aber da ist dieser Recycler in der Ecke. Aber wir gucken uns hier das Foyer erstmal an. Hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Kommen Sie zu mir ins Foyer. Ihr Büro ist nicht sicher. Verdammt, erst babysitten mit diesen Spielzeugpistolen, dann tut... Ja... Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Kommen Sie zu mir ins Foyer. Ihr Büro ist nicht sicher. Wurden gleichzeitig deaktiviert. Garantiert manuell. Verdammt. Gehen Sie zur Psychotronik? Das ist... Warten Sie. Okay. Wissen Sie über den Hauptaufzug Bescheid? Er ist defekt. Ich weiß nicht warum, aber die Kabine steckt oben fest. Es gibt einen anderen Weg. Durch das Psychotronik-Labor. Morgan, dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Kein Problem, wir kennen uns damit aus. Ist ja leer, alles. Ja, jetzt sind wir endlich reingekommen. Mit ach so wenig Munition.
Das sind keine Phantome, das sind Typhoon? Oder sind die alle Typhoon? Ach, die sind beide leer. Na, was hätten wir denn sonst noch hier im Angebot? Oh, nicht mehr viel. Recyclerladung. Ach so, haben wir gar nicht mehr. Na dann, der letzte da unten, ja? Wow, von wegen der letzte. Nicht ganz der letzte. Ohne Munition wird das hier nichts. Oh, vielleicht vergisst er, dass wir hier sind, läuft nach oben und dann fallen wir runter. Nein. Als er oben war, da hätten wir schnell runterspringen sollen und aufmachen sollen. Vielleicht hätte es geklappt. Ja, aber die können doch durch Türen gehen. Ja, aber dann wären wir schon mal ein Stück weiter. Ja, das sind drei noch, die da rumrennen. Schnell! Öffnen, 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 öffnen! Okay, vielleicht hat es ja geklappt und er folgt uns nicht. Wenn doch, dann werden wir hier Pech haben. Dann werden wir uns hier länger aufhalten, glaube ich, als uns lieb ist. Das Psychotronik-Labor wurde rund um den russischen Satelliten Vorona 1 gebaut, der das Ökosystem der Typhon bereits 1959 entdeckte. Wer hat da was von Glück gehabt, gesagt? Pech werden wir haben, wenn wir zurück wollen. Oh. Hat ja aber auch. Warum hat das so lange gehalten und jetzt, wo wir kommen, geht's kaputt? Also.
Ich wollte gerade sagen, da hat aber auch schon jemand mit seiner Glue. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ich kann die Nachrichten Ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Muss ich denn nicht hier in jede Ecke gucken? Erst... Oh, schöne Musik hier. Und da drin sind so viele schöne Sachen. Ja, was denn? Da so ein Monitor, da blinkt überall. Munition vielleicht. Was steht hier? Aha. 9-3. Genau wie da. 9-3. Ich höre doch was. Ach, da kann man vorbei. Links, das gefällt mir. Und warum kann man hier durchgehen? Wird man geheilt? So schnell wie möglich, sagen sie uns. Was ist das? Haben sie so ein Mimik hier reingesetzt, hier unten. Wir kommen nie wieder raus. Ach so, nee, Moment, falsche Richtung. Warum haben wir jetzt so eine eingeschränkte Sicht? Sind wir so verletzt? Na gut, na gut, na gut. Da sind doch wieder welche. Was war das? Weggeworfen haben wir es, das war das. Wir haben ihn aber geklebt, haben wir ihn. Tödliche Kombos. Die meisten Gegner an Bord der Talos 1 sind stärker als du, zumindest zu Beginn. Bevor du sie geradewegs angreifst, solltest du dir einen Vorteil verschaffen, indem du sie außer Gefecht setzt. Mache sie mit Glue oder der Disruptor-Taser-Pistole bewegungsunfähig. Hindere sie mit Nullwellentransmittern oder Psychoschock daran, ihre Kräfte einzusetzen. Setze EMP-Ladungen ein, um robotische Widersacher zu deaktivieren. Gegner erleiden immer Bonusschaden, wenn sie außer Gefecht gesetzt sind. Probiere deine eigenen tödlichen Kombos aus. Na gut. Hätten sie uns auch vorher sagen können.
Wir haben keine, wir haben nichts mehr. Wir haben keine Munition und nichts. Oh. Oh. Hey. Ach so, wir müssen erstmal. Ach so, ich dachte, wir wären schon. Ich hoffe, da ist nur einer von denen. Hat er uns erwischt? Hat er uns erwischt? Erwischt. Nein. Wir schleichen uns einfach vorbei. Wir tarnen uns als Handtuch, dann erkennt er uns nicht. Nano, Vitalwerte kritisch. Ab diesem Moment ist die Fußbrücke erforderlich. Ich hätte nicht vor die Wand laufen dürfen, oder? Das war ein tödlicher Fehler. Hat der uns erwischt? Ja, ach Mensch. Der soll uns doch nicht immer erwischen. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Erwischt. Ja, ist ja gut. Jetzt, dann lass dich eben nicht mehr erwischen. Da geht's nicht weiter, die Tür geht nicht auf. Hier gibt's keine Tür, hier gibt's keine Tür, hier gibt es keine Tür. Exit! Steht doch Exit! Was ist das? Abgespült. Da haben wir das Licht ausgeknipst hier. Wow, was für ein Schlamassel hier. Ah, gesammelt haben wir ordentlich. Nö. Dumm gelaufen, liebe Welt da draußen. Wir stecken in der Toilette fest jetzt. Möchte ich gar nicht so gerne.
hier feststrecken. Ja, wir haben uns selber festgeklebt. Der ist doch keine Klebe mehr. Da geht's nicht mehr raus. Wir können uns wieder nicht bewegen. Das hatten wir schon mal. Geht nicht. Springen geht nicht. Gar nichts geht. Ach, der Anzug ist auch hinüber, oder? Nein, daran liegt es, glaube ich, nicht. Wir können uns nicht bücken. Springen geht auch nicht. Oh, immerhin können wir die Waffe noch wechseln. Oh nein. Ich möchte hier nicht feststecken. Die Wand kaputt. Du musst hier raus irgendwie. Du hast doch eine Rohrzange. Mach das mal alles hier. Wie kann man denn so unglücklich hier reingeraten? Ach, wir haben ja sowas hier die ganze Zeit dabei. Oh, können wir die rauchen? Angerauchte Zigarren, na dann lieber nicht. Biologisch gefährliche Abfälle. Ein Behälter mit biologisch gefährlichen und medizinischen Abfällen. Sofort tiefkühlen oder recyceln. Ja, wir kommen aber nicht raus hier. Was machen wir denn da, wenn wir hier nicht rauskommen? Ein paar Sachen können wir noch einsammeln. Scheinbar. Ja, ist auch langweilig, hier den ganzen Tag so in der Ecke zu stehen, finde ich. Naja, langweilig. Also hier in dieser Ecke ist es vielleicht nicht so langweilig. Ich möchte hier jetzt nicht festhängen. Ich habe dummerweise gerade abgespeichert, so nachdem wir das da erledigt haben. Dachte ich, wäre eine gute Idee. Bevor was um die Ecke kommt, speichern wir schnell. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Vielleicht, wenn wir laden. Schnell laden. Ja. Nein. Och, echt jetzt? Gibt's hier eine Konsole? Schade um die Munition, hätte ich fast gesagt. Aha.
Müssen wir mal dran denken, dass das so geht, dass man sich mit der Glue-Kanone immer noch freischießen kann, wenn man festhängt irgendwo. Ja, und außerdem auch hochschießen, fällt mir gerade ein. Als wir letztens bei der Security waren und oben durch wollten, hätten wir auch die Glue-Kanone nehmen können. So, wahrscheinlich sollen wir da runter, vermute ich mal. Hey, wir haben doch gefunden. Im Inventar. So was Leckeres hier. Das sieht doch etwas besser aus jetzt. Viel gibt's ja dann für uns auch nicht, so Munition technisch, oder? Die Lampe ist cool. So eine eckige haben wir da. Seife. Schmeißen wir hin und dann rutscht er drauf aus? Ja, das ist der Plan. Das saß doch da am Boden. Ich glaube, hier ist nichts zu holen. Das ist hier sanitär und so. Können wir die Kisten hier irgendwie rumwerfen? Das hat ja wohl jemand schön zugeschossen schon. Ach, da müssen wir wahrscheinlich durch. Oh, die Richtung könnte stimmen. Dann kommen wir von unten an die Leichenhalle ran vielleicht. Was ist das denn alles? Ah, Moment mal. Ja, trotzdem, hier kommen wir auch nicht weiter, meine ich. Hier durch. Klein machen einmal? Nein. So klein geht nicht. Ja, Hebelkraft 3 brauchen wir dafür. Ja, irgendetwas sagt mir, dass die ganze Geschichte später mal einfacher wird, wenn wir da ein paar mehr Skills haben. Wer hat's gewusst? Ich hab's mir schon gedacht. Also als das da zusammengebrochen ist und ich gesehen habe, dass da irgendwas rausgekommen ist, dachte ich mir schon, dass das eventuell nicht ganz so gut für uns ausgeht. Ja, dann gehen wir eben hier nochmal. Da nochmal. Unten war ja eh nichts zu holen. Wie können wir das dann jetzt am geschicktesten machen? Können wir da oben rüberklettern vielleicht? Oder auf der anderen Seite vielleicht? Gibt's da ja was? Gänsehaut hier.
Los jetzt. Mach das mal richtig jetzt. Hier kann man auch nirgends rüberklettern. Dass man da hinten an die leuchtenden Dinger. Das sieht aus wie Glue-Munition. Ja, genau. Dadurch? Nein. Hier ist so eine ganz kleine Lücke. Wofür ist die da? So klein werden wir uns nie machen können. Wie soll denn das gehen? Hier hat doch auch schon einer rumgeschossen. Warum? Was ist denn dahinter eigentlich? Ach, die geht aus, die Taschenlampe. Ah. Ich habe mich gerade nämlich gewundert, warum wird es jetzt ausgerechnet jetzt dunkel? Na komm. Nutzt alles nichts. Runter und ganz schnell wieder rauf. Kommen die hier hoch? Ich glaube, die können nicht so hoch. Die können sich zwar groß machen, aber die kommen nicht hier rauf, glaube ich. Oder doch? Das ist nur einer? Falsche Waffe. Das sind drei. Ich habe es doch gewusst. Doch, das sind drei. Doch, 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 doch. Ach ja, irgendwie müssen wir da anders vorgehen. Ja, aber es gibt keinen anders. Durch oder... Ja, runter und schnell wieder raus. So nämlich, dachte ich mir. Aha. Zwei sind noch da. Na gut. Ist noch da. Na gut. Warnung. Vitalwerte kritisch. Ja, ich sehe doch nicht, wo das Ding ist. Den kriegen wir. Den einen kriegen wir noch. Ach, haben wir überhaupt unsere Belohnung hier mitgenommen? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn oder nicht? Wir haben ihn. Ja. Was für ein Theater hier, oder?
Gut, liebe Welt da draußen. Wir haben es geschafft, denke ich. Also die Folge haben wir geschafft. Oder die Folge hat uns geschafft. Auf jeden Fall sind wir durch. Mit der Folge, meine ich. Wie es weitergeht, erfahren wir auch noch, aber nicht mehr in dieser Folge. Dafür aber in der nächsten, liebe Welt da draußen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.